Einen flotschigen Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video wird es wahrscheinlich etwas geben, was viele von euch noch gar nicht getan haben. Und zwar haben wir ja noch den Maya-Skin, den sehe ich gefühlte nie in irgendeiner Runde. Aber wir haben ja hier oben den Tresor und dort können wir ja hingehen und uns die Maya anpassen. Ich habe das mir hier soweit, ja, hier so zurecht gemacht. Man muss natürlich ganz Wochenaufgaben machen. Da habe ich heute den Rest gemacht. Also wenn ihr das Video seht, schon vor ein paar Tagen. Aber hier habe ich mir auf jeden Fall so ungefähr meine Maya gemacht. Und die werden wir jetzt komplett ausrüsten. Und natürlich haben wir zu 0% abgeschlossen die Herausforderung. Man kennt's. Mit der Frisur habe ich das standardmäßige genommen, warum auch immer. Ich wollte eigentlich kurzer Schnitt nehmen. Wähle endgültig ein Upgrade aus. Die Wahl dieses Upgrade ist unumkehrbar. Willst fortfahren? Bestätigen. Sehr schön. Tattoos habe ich das fünfte genommen. Ja, leer sieht der Arm jetzt nicht so krass aus. Ah, das sehe ich ja jetzt erst. Okay, aber finde ich jetzt auch nicht so nice. Ja, ich bleib trotzdem beim fünften. Bestätigen. So, dann kommen wir zu den Ärmeln. Die habe ich so gemacht. Ich habe jetzt überlegt, ob ich die hier komplett losmache. Aber das fand ich dann doch irgendwie zu frei. Deswegen werde ich die nehmen. Die Schuhe. Ja, farblich wahrscheinlich jetzt nicht so optimal, aber so, tja, was sind das für Schuhe? Also mal ernsthaft, würde ich wahrscheinlich eher noch die nehmen, aber die passen dann noch weniger rein, deswegen werde ich die hier nehmen. Oberteile habe ich das 16. Dunkel voll genommen, finde ich einfach, ja, passt schön. Dieser Sound ist einfach so nice. Und zum Glück nicht Copyright geschützt, sonst wäre ich jetzt weg. Ja, Militär habe ich ausgewählt. Es gibt hier noch das, aber ich, ja, finde ich nicht so. Munitionsgürtel finde ich jetzt auch nicht. Obwohl, ja, für eine andere wahrscheinlich schon, aber Militär nehme ich. Der Helm habe ich den genommen. Erst habe ich mir eine Option mit dem gesucht. Aber den finde ich doch dann. Doch, ich habe den richtigen ausgewählt. Und dann haben wir die Camo Dschungel Hose. Wie viel haben wir denn hier noch? Gesichtsbemalung. Habe ich das dritte genommen. Dann haben wir den Schal. Habe ich auf dieser Farbe genommen. Passt optisch gut. Und damit wären wir auch am Ende. Ich kann die jetzt nicht mehr ändern. Ihr seht, alles komplett grün. Ah, jetzt 100% abgeschlossen. Jetzt verstehe ich. Okay, und jetzt ist auch so im Tresor. Und jetzt werden wir die wahrscheinlich so spielen können. Okay, sieht auf jeden Fall schick aus, muss ich sagen. Das Grün ist ein bisschen dunkler, aber ist auch nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir springen mal in eine Runde. Da sind wir auch in der Runde. Jetzt wahrscheinlich nicht die beste Option mit dieser Spitzhacke, aber der Skin ist echt sehr dünn. Mit dem kann man gut spielen. So, Moment, ich brauche hier mal ein bisschen Materialien. So. Boah, der lässt sich gut spielen. Also kann ich nicht sagen. Und optisch, farblich passt das auch sehr gut zusammen, finde ich. Ihr könnt mir zu meiner Maya gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich finde es an sich schon schön. Und hier mit der Waffe passt das auch hinten sehr gut zusammen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos hier auf meinem Kanal verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao, Leute!